Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch hier mal wieder ein neues Set vorstellen, und zwar den Hausmeister. Der gehört zur Reihe City Life, ist ab 5 Jahren geeignet und hat die Nummer 9457. Und ja, der hat mir nach meiner Schule gefehlt und normal kostet der 9,95 Euro oder 99, ich weiß es nicht. Und jetzt war er reduziert auf 5 Euro. Und ja, da musste ich auf jeden Fall mal zuschlagen, weil 5 Euro für das ganze Zubehör ist voll cool. Und ja, genau, ich baue das jetzt mit euch auf, also es ist so ein Unboxing. Und genau, dann starten wir jetzt mal. Hier an der Seite sieht man ja noch Bilder, das kennt ihr ja bestimmt. Und auf der Rückseite seht ihr jetzt mal, was dabei ist. Ihr könnt ruhig gerne mal Stopp drücken und euch das dann in Ruhe angucken. Ich zeige jetzt erstmal alles nochmal im Detail und so. Aber falls ihr so die Rückseite gerne noch länger sehen würdet, drückt einfach kurz Pause. Genau, hier sind ja diese Pfeile, an denen mache ich das einfach mal auf. Ihr könnt ja mal ein bisschen weiter nach hinten, so. Dann seht ihr auch ein bisschen mehr. So, hier oben dann noch auf. Und ja, das Set ist wie gesagt noch nicht geöffnet, also wie man sieht. Und das machen wir jetzt zusammen, genau. Ihr könnt ruhig mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Set auch selber schon habt oder ob ihr euch das wünscht. Und ja, dann machen wir raus damit. So, leer. Hier ist einmal eine Anleitung dabei. Ein Stickerbogen. Dann hier einmal dieses Playmo Movie Set hier und einen kleinen Katalog von 2019. Irgendwie packen die da immer die alten rein, aber naja, stört ja nicht. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mit dieser Tüte hier weiter. Ich habe mir schon eine Schere reingemacht. Ich kann es auch aufreißen, aber das sieht dann eben für euch im Video nicht so toll aus, wenn ich einfach die Packung aufreiße. Dann bekommt ihr ja nicht so viel davon mit. So, hier ist einmal der Hausmeister drin. Der ist ganz hübsch, finde ich. Also, was heißt hübsch eben? Ein Mann, der, sage ich jetzt mal, wie so ein Hausmeister eben aussieht. Genau. Mit so einer Jacke, Hose, Schuhe. Der hier einmal. Und dann hier noch kleines Zubehör. Dafür müssen wir aber jetzt erstmal die nächste Tüte öffnen, damit wir weitermachen können. Hier an der hier ist das Spielzeug so ungefähr drin. Und jetzt hier noch die große Tüte. Oh, super. Mit einem Schlüsselbund. Schlüssel kann man immer gebrauchen. Denn Schlüssel gibt es richtig wenig von Playmobil. Also finde ich irgendwie, ich habe nur zwei. Also durch den Hausmeister jetzt den zweiten. Genau, so ein Regal war dabei. Hier Werkzeug. Das packe ich jetzt mal nicht auf, weil ich habe einen zweiten Hausmeister neben mir noch gerade stehen. Weil bei dem einen wurde eine Flasche nicht geliefert, also so eine. Dann habe ich eben das angeschrieben und dann haben sie mir einfach das Set noch einmal geschickt, weil ja, das hat ja nur 5 Euro gekostet. Also ich habe es bei Amazon bestellt. Und die haben es mir dann einfach noch einmal geschickt. Genau, deswegen habe ich es daneben gerade nochmal stehen. Hier ist so ein Kasten für das Werkzeug. Werkzeugkasten. Hier diese Bar oder wie auch immer man das nennen möchte. Und da mache ich jetzt das hier mal drauf. Ich weiß gar nicht, so rum oder so rum? So rum vielleicht? Mit den Löchern nach unten? Ich gucke gerade mal in der Anleitung. Ah, nee, mit den Löchern, also doch, mit den Löchern nach unten, genau so. So, genau, das ist hier der Tresen. Dann bauen wir jetzt mal die Fläschchen hier zusammen. Hier. Und das zweite noch. So, dann das Würstchen. So. Und das zweite Würstchen noch. Ich sehe aber irgendwie gar nicht das zweite Würstchen. Hm, komisch. Ah, doch, hier. Das kommt dann hier rein. Hot Dogs kann man ja auch immer gebrauchen. Hier noch so eine Art Brotkorb. Da kommen 1, 2, 3, 4 Äpfel rein. So, 4 Äpfel. Dann ein Eimer. Hier mit Tragegriff. Und so ein Pömpel oder wie auch immer man das nennen möchte, halt fürs Klo. Das kriegt man da ein bisschen schwer rein. Ich probiere es nochmal. Ah, so. Genau, so ein Pömpel fürs Klo. Eben, wenn es verstopft ist. Ein Besen. Ein Kehrbesen mit einem Kehrblech. Brötchen. Mit einem Tablett. Pizza auf einem Tablett mit einem Stück, was schon gegessen wurde. Hier der Schlüssel. 3 von diesen Wasserflaschen. Hier seht ihr ja die 3. Dann Donuts, unbedruckte, also ohne jetzt irgendwie einen Belag, so ein Ding. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was das ist. Also ich glaube vielleicht, das ist so eine Art Tablett fürs Donut. Für einen Donut, keine Ahnung. Und dann noch 3 Flaschen. Die bekleben wir jetzt mit dem Saft. Also
auf das Weiße kommt dieses, naja, dieses Schokomilchschild eben drauf. Das kleben wir da jetzt mal hin. So. So, hier so drüber geklebt. Super, das sieht toll aus. Das ist jetzt eben die Schokomilch. So sieht die aus. Und dann hier neben noch dieses Ding. Also, ihr hört vielleicht gerade die Treppe, aber ja. Dann hier noch Apfelsaftschorle oder Apfelsaft, je nachdem. Das sind halt so Safttütchen eben. Und ja, genau. Dann zeige ich euch jetzt auch noch gleich, wie es aufgebaut aussieht. Aber erstmal machen wir hier mal fertig. Immer ein bisschen kompliziert mit dem Aufkleben. Es darf ja, sollte ja nichts daneben gehen, genau. Und ja, Orangensaft klebe ich jetzt mal schnell nicht. Ist ja hier hinten abgebildet, wie es Orangensaft dann aussieht. Und ja, jetzt wollte ich euch nochmal etwas zeigen. Tut mir leid, dass es wackelt. Und zwar hier, so sieht der fertig eingeräumt aus. Also ich finde ihn mega schön. Und ja, lasst doch gerne einen Kommentar da. Ein Like auch gerne, abonniert meinen Kanal und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.